Herzlich willkommen bei Aber bitte mit ohne. Die Sendung rund um das Thema Nahrungsunverträglichkeiten. Und diesmal geht so lecker um eine Schokoladenmousse ohne Milch. Richtig? Genau. Was nimmst du stattdessen? Man braucht doch irgendetwas, um das flüssig oder so zu machen. So, lecker, weiß, lecker cremig. Genau, so halt. Ich nehme Seidentofu. Seidentofu. Der ist weicher als der Tofu, den man sonst so im Laden kauft. Und wenn ich den aufkriegen würde, dann können wir auch ein bisschen jetzt... ich nehme keine Verletzung hier bitte, ja? Das kann ich ja. Okay, das kann alles gut. Und wenn du schon einmal dabei bist, dann gib doch den Seidentofu rein und der tropft jetzt noch ein bisschen ab und die Flüssigkeit, die fangen wir unten auf. Aber jetzt mal zur Schokolade ganz kurz. Ist in Schokolade denn, also wenn man jetzt auch Kakao trinkt oder Kakao nimmt, ist da Laktose drin? Also in dem normalen Kakao, wie ich ihn im Laden kaufe, ja, da ist Milchbasis drin. Zartbitterschokolade ist meistens ohne Milch. Vollmilchschokolade, klar, wie der Name sagt, da ist Milch drin. Und Zartbitter, um ganz sicher zu gehen, schauen Sie mal auf die Zutatenliste, denn manchmal ist auch Milch drin, aber meistens nicht und in der nicht. Während die Schokolade schmilzt, kommt zu dem Seidentofu, Kakao und der Inhalt einer Vanilleschote. Echte Vanille. Wir wollen ja, dass es gut schmeckt und darum machen wir gute Zutaten. Etwa 10 cm schneide ich hier ab. Mach die Schote auf. Man sieht natürlich jetzt die kleinen schwarzen Kügelchen nachher nicht, weil da gleich die Schokolade reinkommt. Aber ach, wie lecker. Aber man schmeckt's. Es gibt mehr Tiefe in die Schokoladencreme. Zucker, wir wollen es ja süß haben. Ich habe etwa 100 Gramm Zucker schon mal da rein. Braunen Zucker. Ja, ich habe jetzt braun genommen, kann aber auch weißen Zucker nehmen. So, hier habe ich jetzt etwa 2 Esslöffel Kakao. Und du darfst das jetzt schon mal pürieren. Und damit er noch ein bisschen weitermachen kann, ich mache noch 125 Milliliter Sojasahne noch da rein. Du musst immer sagen, wenn ich fertig bin, oder? Ich mache das die ganze Zeit. Ach, du machst das sonst die ganze Zeit? Ja, hör mal auf. Wir müssen jetzt nur noch warten, bis die Schokolade geschmolzen ist. Mmh, extrem lecker. Also, das muss jetzt aber noch eine halbe Stunde etwa in den Kühlschrank. Okay, noch eine halbe Stunde im Kühlschrank, aber wir haben gelernt, man kann Schokoladencreme auch komplett laktosefrei machen. Und man sieht das wo? Auf unserem Blog unter www.aberbittemitohne.de. Guten Appetit. Und bevor du mir alles weg ist, das muss noch in den Kühlschrank, ne? Das muss jetzt wie lange noch? Halbe Stunde? Bis es halt kalt ist. Es ist kalt. Es ist extrem lecker. Ich stelle das mal in den Kühlschrank.